So, ich bin zurück aus Chamonix, ich bin zurück vom UTMB, war die letzten vier, fünf Tage dort und ich möchte euch eine Zusammenfassung geben. Eine Zusammenfassung und so ein kleines Resümee, wie es dort war. Okay, wir fangen an mit dem Hauptrennen, mit dem UTMB selber. Es gewinnt Courtney Dorwalter zum dritten Mal und sie schafft das Triple, von dem nie jemand dachte, dass es möglich ist. Also sie gewinnt in einem Sommer, in einem Jahr den Western States 100, den Hard Rock 100 und eben jetzt zum ersten Mal den UTMB als UTMB Series Final in Chamonix. Also drei Siege in Chamonix und dieses Triple. Ich glaube nicht, dass ihr das eine andere Frau jemals nachmacht. Aber man kann sich täuschen. Der Sieg von Courtney Dorwalter in Chamonix, der war nicht hart erkämpft, aber er war wirklich offenbar auch mit Mühen verbunden. Sie musste echt kämpfen. Es war auch kein Streckenrekord, weil ganz einfach die Saison, das Jahr für sie wirklich lang war. Man hat es gemerkt, hinten raus war es schwer und trotzdem, Courtney Dorwalter gewinnt dann natürlich trotzdem mit 40 Minuten Vorsprung und eigentlich souverän, genau. Also das war schon ein historischer Moment, als sie ins Ziel lief und ja, Chamonix hat natürlich gebebt. So, bei den Männern gewinnt der erste US-amerikanische Mann in den 20 Jahren, Jim Walmsley, schafft das, was viele, viele US-amerikanische oder amerikanische Männer seit zwei Jahrzehnten versucht haben, nämlich das Ding zu gewinnen. Es ist keinem gelungen. Ja. Jim hat es geschafft. Er ist ein wahnsinnig gutes Rennen gelaufen. Er ist vor allem hinten raus dann so souverän gelaufen und war so schnell. Und ja, er stellt auch nochmal einen neuen Streckenrekord auf. Das ist eigentlich echt krass, weil nach den 19 Stunden 49 von Kilian Jornet im letzten Jahr, der dieses Mal nicht dabei war, verletzungsbedingt, setzt Walmsley wirklich nochmal einen drauf, ist ja um die 10 Minuten schneller. Boah, krass. Und auch dort, Jim Walmsley hat sich ja komplett committed zu diesem Event und zu Frankreich, zu dieser Region. Er ist aus den USA, aus Arizona, da wo er herkommt, nach Frankreich gezogen und ja, die Franzosen, die haben ihn, ich würde sagen, adoptiert, sie haben ihn angenommen, ja, und gefeiert wie einen Einheimischen, als er ins Ziel lief. Im Ziel stand François Denne, der Seriensieger, der Französische, der mittlerweile ein Freund von Jim Walmsley ist und der mit ihm trainiert und die Freude bei ihm war riesengroß. François Denne, auch er ist verletzt, er kann nicht laufen oder fängt jetzt wieder an, seit drei Wochen zu trainieren. Man hat einfach gesehen, dass dieser Sieg von Walmsley irgendwie auch ein Sieg für François war, weil sie eben sehr viel miteinander machen und trainieren und sich mittlerweile sehr gut kennen. Ja, also das zum UTMB selber erstmal. Beeindruckend, 52 Millionen Views über den UTMB-Livestream. Vermutlich mehr als 3 oder 4 Millionen User, die sich in der UTMB-Woche die Übertragungen reingezogen haben. Das 20. Jubiläum hat auch Legenden gesehen. Es waren diesmal, der Veranstalter, der Organisator hat es geschafft, es waren, ich glaube, fast alle Sieger da, die man treffen und sehen konnte. Ich glaube, es ist auch eine Legendenstaffel gelaufen. Also man konnte dort Ikonen und lebende Legenden des Sports treffen. Ehemalige UTMB-Siegerinnen und Sieger. Dava Sherpa war da, Marco Olmo war da. Lizzie Hawker. Ja, also Wahnsinn einfach. Da war alles konzentriert. Diese ganze Geschichte des Events ging diesmal in diesem Jubiläum auch so ein irgendwie. Fand ich wirklich, wirklich krass. Gut, die Woche, die begann ja mit unfassbar schlechtem Wetter. Der PTL und der TDS, die sind unter schweren Bedingungen gestartet. Der PTL, klar, der geht natürlich so lang mit 250 Kilometer
Kilometern, dass sie dann am Ende auch gutes Wetter hatten, aber der TDS mit seinen 145 Kilometern, der war wirklich komplett in der Suppe, im Nieselregen, im Schnee. Ich habe ein Interview mit René Klausnitzer gemacht, der gefinisht hat, der in einer schönen Sprache berichtet, wie schwer dieses Rennen war. Müsst ihr euch mal anhören. Genau, dann war der ETC, das ist ein kurzes Rennen, ein 15-Kilometer-Rennen. Da gewann Sarah Alonso, die jetzt für Essex läuft, die auch lange verletzt war, viel auf dem Fahrrad war und jetzt wieder ins Renngeschehen einsteigt. Die gewann da, ist natürlich ein krasses Comeback. Und Roberto De Lorenzi gewann, ist auch ein ganz, ganz starker Läufer. Der OCC. Also gefühlt ging es dann mit dem OCC am Donnerstag, da ging es dann so richtig los. Also da wurde dann auch Chamonix voll, da sind dann auch die CCC und UTMB-Leute angereist und die Expo war voll. Genau, und der OCC, eben der 50-Kilometer-Lauf, der sah einen Herrensieger mit Stian Angermund, der das Ding eigentlich souverän gewonnen hat. Er war am Anfang nicht Erster, war, glaube ich, ein Chinese vorne, aber er ist es ganz souverän gelaufen, so wie man das von einem amtierenden Weltmeister, ja, nicht erwartet, aber sich das wünscht einfach. Ja. Also er ist wie der große Mann des Sports einfach dieses Rennen gelaufen und gewinnt echt mit einem großen Vorsprung. Das hat dann wirklich, als er in Chamonix einlief, echt eine Weile gedauert, bis Francesco Puppi auf Platz 2 einlief. Aber für den jungen Francesco Puppi mit Platz 2 ein Wahnsinnsrennen und ja, vielleicht das beste Rennen seiner jungen Laufbahn. Bei den Frauen gewinnt die Südafrikanerin Toni McCann das Rennen super souverän, super Lauf. Und sie holt einen Sieg für Adidas Terrex, sehr wichtig für Adidas, dort sich zu zeigen, dort auch zu gewinnen. Die Toni McCann, die hat also für Adidas Terrex da einen guten Auftakt hingelegt, tolles Rennen gelaufen. Auf Platz 2 Katie Scheidt, sagt vielen was. Katie Scheidt, die läuft für The North Face und ist eben die letztjährige UTMB-Siegerin, also die 100-Meilen-Siegerin. Die hat entschieden, und das ist sehr weise, nicht wieder die lange Schleife, den langen Loop zu laufen, sondern mal was Kurzes zu laufen. Und sie hat sich entsprechend auch im Training auf eine kürzere Distanz vorbereitet, eben so auf einen kürzeren Ultra. Und es hat sich gelohnt. Also sie hat es geschafft, so die 100-Meilen-Form mal so ein bisschen runter zu skalieren und schnellere Beine wieder zu kriegen. Und ja, wird Zweite beim OCC. Das ist natürlich stark. Ein UTMB zu gewinnen und ein Jahr später Zweite beim OCC zu werden, das spricht für eine große Klasse und ein breites, ja, eine breite Qualität als Trailläuferin. So, der CCC, also der 100-Kilometer-Lauf. Und der CCC ist vielleicht beim UTMB und ist allgemein wahrscheinlich der bestbesetzte 100K-Trail oder Ultra-Trail der Welt. Unglaublich schnell, unglaublich dicht besetzt, hat man auch gesehen an den UTMB-Indexpunkten, was da alles am Start war. Der Sieg, der ging bei den Frauen an Ingvild Kaspersen, wieder Adidas Terrex. Und also das war nicht unbedingt klar. Sie war nicht unbedingt die Favoritin. Es war auch nicht klar, ob Ingvild 100 Kilometer laufen kann. Aber sie konnte und sie ist ein großartiges Rennen gelaufen. Und sie gewinnt mit über 30 Minuten Vorsprung. Also super, super krasses Rennen. Hat mich schon auch erinnert an solche CCC-Siege von Ruth Croft und so, wo das auch einfach souverän war und total flüssig. Toller Sieg. Bei den Männern gewinnt den CCC Jonathan Albon. Der hatte ein bisschen Pech, auch bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck, ich glaube, Short Trail war das. Da lief es nicht so. Er hatte irgendwie eine Infektion, er hatte so einen Ausschlag dann von ich weiß nicht, irgendeine Reaktion, einen Hautausschlag und naja, das war auf jeden Fall nicht seine WM, aber wenn Albon fit ist, wenn alles passt, dann kann er halt auch alles gewinnen. Und den CCC hat er gewonnen vor Yang Sheng Shen aus China, ein Chinese, und vor Dakota Jones, ja, Dakota Jones, der US-Amerikaner, der hat so ein bisschen bei diesem UTMB in der Woche die
ja, die Ehre von Normal verteidigt, von seinem Sponsor, also von dem Team von Kilian. Kilian war nicht am Start. Ja, und ja, so richtig große Erfolge gab es auch nicht. Dakota hat so ein bisschen rausgerissen, denke ich. Hat seinen neuen Sponsor gut vertreten. Also, wir kommen zu den Deutschen beim UTMB. Eigene Kategorie, würde ich sagen. Ich fange mal an mit Katharina Hartmut, unsere Vize-Weltmeisterin im Trail Long in Innsbruck. Ja, die wird Zweite. Die wird Zweite beim UTMB. Das muss man sich mal vorstellen. Und läuft ein Rennen genau so, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir es uns so ein bisschen erträumt haben und wie wir es aufskizziert haben. Sie läuft, ja, verhaltenlos, sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, sie liegt auf Platz, ich weiß nicht, 6 oder 7 am Anfang und ja, und arbeitet sich vor. Sie arbeitet sich vor und vor und vor und überholt irgendwann mal so vor Lef Leger die Weltmeisterin Blandine Hirondelle. Ja, und läuft einfach ein tolles Rennen und wird Zweite. Wahnsinn. Und es gibt Stimmen, die sagen, die Katharina ist ja eigentlich UTMB-Siegerin, weil eine Courtney Dorwalter ja komplett in einer anderen Welt läuft und eine eigene Klasse ist. Aber ich habe tatsächlich ähnlich gedacht. Ich habe mir auch gedacht, ja, die Katharina ist jetzt Zweite beim UTMB hinter Courtney Dorwalter, aber sie kann so ein Ding natürlich auch gewinnen, weil Dorwalter ist eine, ich weiß nicht, Jahrhundertathletin und die ist halt im Moment einfach gerade da. Das ist halt jetzt ihre, sind ihre Jahre, es ist ihre Generation jetzt noch. Ja, wenn Katharina ja weiter ihren Weg macht, dann muss man einfach sagen, könnte es mit einer deutschen UTMB-Siegerin irgendwann klappen, weil sie macht es ja, irgendwie ganz souverän und ich habe auch das Gefühl, sie kennt sich, sie kennt ihren Körper, sie weiß, was sie sich zumuten kann. Ich habe da ein gutes Gefühl für die nächsten Jahre. Also, Katharina Hartmut, das wird auch im Heft, im Trail-Magazin und auch in Zukunft sicherlich noch oft eine eigene Story sein, Katharina Hartmut. Hannes Namberger. Hannes Namberger wird Achter beim UTMB und läuft ein wahnsinnig gutes Rennen. Ich war während dem Rennen und auch in der Nacht sehr viel mit Lars Schweitzer, seinem Trainer, an der Strecke. Und Lars Schweitzer hat ihm dieses Rennen aufskizziert, ihm einen Plan gemacht. Und der Hannes, der lief wirklich komplett entlang an diesem Plan mit mal plus minus 10 Minuten. So krass ging das auf. Also er hatte wirklich keine Schwächen. Er hatte am Anfang sich an den Plan gehalten und er ist das Rennen wirklich so gelaufen, wie man sich es gewünscht hat. Und am Ende kam 21 Stunden 20 raus und da dachte man mit der Zeit, ja, kann er vielleicht Vierter, Fünfter oder auch Dritter werden. Ja, das dachte man vielleicht. Vielleicht klappt es. Und am Ende ist es halt Platz 8. Ja, das Niveau ist weiter da vorne brutal angestiegen und ja, ich glaube, der Hannes ist total happy mit der Zeit. Er wird es sein müssen. Er darf es auch sein. Er ist über eine Stunde schneller als bei seinem Auftritt vor 2 Jahren. Das ist ja Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. In der Dichte und auf dem Niveau nochmal eine Stunde schneller zu sein. Also das ist wahrscheinlich wie bei einem Straßenmarathon, wenn du da weit vorne läufst, bei einem Stadtmarathon und du bist, ich weiß nicht, 5 Minuten, 6, 7, 10 Minuten schneller. In die Richtung geht es wahrscheinlich, genau. Also, Wahnsinnsrennen, Glückwunsch von dieser Stelle. Die Ida-Sophie Hegemann, die ist bei ihrem ersten UTMB, bei ihren ersten 100 Meilen in Chamonix leider raus, schade, aber sie wird noch viele, viele, viele Versuche haben. Markus Meinke ist auch raus, auch früh mit brutalen Magenproblemen einfach. Es ist schade, ich glaube, der Markus Meinke, der hätte da einfach auch nochmal ein schönes Männerresultat für uns laufen können. Aber es sollte nicht sein, genau. Zum OCC noch, aus deutscher Sicht. Bene Hoffmann, der ja im letzten Jahr den OCC schon lief und versehentlich irgendwie an einer blöden Stelle eine Trinkflasche angenommen hatte und 30 Minuten Zeitstrafe bekam und dann aus dem Top 10 letztes Jahr komplett draußen war, logischerweise.
der hat es jetzt nochmal probiert. Der wollte da nochmal wissen, was geht. Und er wurde 13. Ähnlich wie bei Hannes Namberg. Er wurde 13. mit einer unfassbar guten Zeit, aber 5 Stunden, 6 Minuten, richtig, richtig schnell. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, hat sich auch kontinuierlich nach vorne gearbeitet, von Platz 20 irgendwann mal auf 13 im Ziel. Und auch, wie gesagt, mit einer wahnsinnig guten Zeit einfach, auch viel schneller als beim letzten Mal. Und ja, mit der Zeit kann man natürlich auch 5., 6., 7., 8. werden, aber es war halt 13. Es ist halt einfach brutal gut besetzt. Also, Bene Hoffmann mit seinen 38 schnell und stark wie nie. Auch mit ihm habe ich ein Interview geführt, ein ausführliches, könnt ihr euch auch mal anschauen. So, der Marcel Höche, der wird 29. mit einer echt einer guten Zeit, 5 Stunden 23, auch toll. Und die Daniela Oemus, unsere Zegama-Siegerin, wird Fünfte bei den Frauen in 5 Stunden 38. Auch mit ihr habe ich ein langes Interview geführt. Die Daniela ist auch ein wahnsinnig gutes Rennen gelaufen und nach einer wahnsinnig langen und harten Saison und vielen, vielen Rennen. Da muss jetzt mal wieder eine Pause her, da muss jetzt mal wieder ein Trainingsaufbau irgendwann her. Das ist zumindest das, was sie sagt. Sie ist schon auch müde und ihr fehlt so ein bisschen der Punch in den Beinen, im Uphill. Genau, aber hey, Platz 5, Wahnsinn. Tolle Leistung. Die Kimi Schreiber wird 13. Ich glaube, sie ist total happy. Ist eine super Platzierung und auch eine super Zeit. Und die Maria Puschke, die wir noch als Maria Koller kennen vor ihrer Heirat, die wird 17. Das ist auch eine wahnsinnig gute Leistung. Genau. Wo wir bei der Maria Puschke sind, kommen wir natürlich direkt noch zu ihrem Ehemann, zu André Puschke, der Mann aus dem Allgäu. Der wird nämlich Zehnter beim TDS, das habe ich vergessen vorher. Also ein Deutscher in den Top 10 beim TDS, der ist ein super Rennen gelaufen bei diesem ultraschweren Ding. Ja, was gibt es noch? Die Susanne Zalauer, die wurde 19. beim CCC und jetzt kommt's. Auf dem Podium. Sie ist nämlich Dritte in ihrer Kategorie geworden. Das ist die Klasse 40 bis 44. Glückwunsch. Das ist echt, ja, eine starke Leistung. Also man muss da erstmal aufs Podium kommen. So, was kann ich noch sagen? Zur Stimmung allgemein. Wie war die Woche? Wie war der UTMB? Die Stadt war natürlich wieder voll. Es waren unglaublich viele Zuschauer an der Strecke. Vom Gefühl her waren ein bisschen weniger Leute in der Stadt selber und auch bei den Zieleinläufen nicht ganz so viele wie im Jahr davor, weil ich glaube, es waren mehr Leute an der Strecke selber diesmal. An der Strecke selber war teilweise an solchen Spots, an so Cheering-Spots brutal viel los. Ich erinnere mich an die erste Nacht. Wir standen an der Stelle Notre Dame de la Gorgée, heißt, so spricht man es, glaube ich, aus. Das ist so ein 30-prozentiger Anstieg und da war es plötzlich taghell. Da wurden Pyrofeuer gezündet, da wurden die Leute angejubelt, wie Alpe d'Huez, wie Zegama. Es war großartig, wirklich. Ich musste mir schon da ein paar Tränen wegdrücken, weil ich da, das hat mich so angefasst, dass der Sport so gefeiert wird und im Ziel ja auch. Zieleinlauf von Courtney, aber auch der Zieleinlauf von der Katharina und vom Hannes. Boah, großartig, wirklich. Große Emotionen. Die Leute feiern dort den Sport. Genau, also bei aller Kritik, die es dann auch so gibt. Man muss da mal gewesen sein. Es ist Kommerz, es mag Kommerz sein, aber es ist halt auch irgendwie ein großartiges Fest. Genau. Gab ja auch ja, irgendwie Kritik und so eine Petition gegen den neuen Haupt- und Namenssponsor Dacia. Auch das ein Extra-Thema mal. Be werden wir bestimmt im Heft auch mal besprechen. Ja, ein Für und ein Wider und ob es gerechtfertigt ist und so weiter. Es ist ja, ist ein schwieriges Thema, aber war vor Ort tatsächlich auch ist zum Thema geworden, eben weil Damien Hall, ein Läufer und ein Journalist aus Großbritannien, eben so eine Petition gestartet hat gegen dieses Namenssponsoring und gegen Dacia. Und ich glaube, Kilian Jornet hat es geteilt und naja, gut, anderes Thema. Es war eine tolle Woche. Es war, boah, es war Wahnsinn. Und für alle, die da noch nicht waren, geht da mal hin.
ihr müsst nicht mitlaufen, aber man kann da schon mal dabei sein und ein bisschen Sport machen und an der Strecke sein. Genau, das war's von mir. Ihr findet einen großen, großen UTMB-Nachbericht in Trail Magazin 5 ab Oktober. Große Geschichte im Heft. Ich denke, wir werden auch nochmal einen Podcast dazu aufzeichnen die nächsten Tage. Ich wünsche euch was. Vielen Dank.